Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit eurem Alex. Und bevor ich starte, wünsche ich euch erst einmal allen zusammen einen schönen zweiten Advent. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Weihnachtsstimmung langsam. Bei uns schneit es hier heute ein wenig in Hamburg. Zwar ganz leicht, aber für mich fühlt es sich schon so ein bisschen nach Weihnachten an. Und ja, es gab diese Woche jede Menge spannende Themen. Und deshalb jetzt nochmal offiziell herzlich willkommen zum Wochenreport. Heute ist der 9. Dezember 2017 und ja, wir schauen uns mal die Agenda an. Heute sprechen wir als allererstes natürlich nochmal über den Wochenrückblick, gucken uns unsere Lieblingscoins an und natürlich auch nochmal den Unstoppable Bitcoin, der jetzt bei über 15.000 Dollar war. Dann IOTA to the Moon. Viele von euch sind IOTA-Halter, dementsprechend war das eine ganz, ganz tolle Woche für die IOTA-Halter. Auf der anderen Seite auch mit diversen Komplikationen verbunden. Da gehen wir auch nochmal gleich kurz drauf ein. Dann gab es eine Schlagzeile, einen kleinen Skandal, der eigentlich schon fast groß ist, denn es wurden 67 Millionen Euro, sprich 4.700 Bitcoin im Wert von 67 Millionen Euro gestohlen. Ob sie wirklich weg sind oder nicht, schauen wir uns gleich einmal an. Und zu guter Letzt natürlich unser Ergebnis des Coin Days bzw. der Coin der Abstimmung. Ihr entscheidet jede Woche, welcher Coin am Mittwoch nach dem Wochenreport präsentiert wird und verfilmt wird. Und wir schauen uns zum Ende des Videos einmal an, ja, wer gewonnen hat. Super, lasst uns also starten. Zunächst einmal gehen wir wie immer auf coinmarketcap.com. Und ich aktualisiere das Ganze noch einmal. So. Ich schaue mir immer das Ganze in Euro an. Das heißt, wir müssen jetzt hier oben rechts, falls wer es noch nicht von euch gesehen hat, das hat sich ein bisschen geändert, auf Euro klicken und dann sehen wir mal die aktuelle Entwicklung. Also, heute ist der Tag der Futures. Ich habe das Thema jetzt bewusst nicht extra hineingenommen in den Wochenreport, denn es ist alles nicht so wirklich vorhersehbar. Ich möchte niemandem ein gutes oder ein schlechtes Gefühl übermitteln, dass er vielleicht eine falsche Entscheidung trifft. Heute ist auf jeden Fall der Tag, an dem die sogenannten Futures, also quasi Wetten, die man platziert, heute das erste Mal offiziell gelistet werden an einer sehr großen Börse in Amerika. Das bedeutet, es gibt Parteien, die haben sehr stark darauf gewettet, dass der Bitcoin steigen wird. Es gibt Parteien, die haben sehr stark darauf gewettet, dass der Bitcoin fallen wird. Und heute wird sich halt, sobald das offiziell gelistet wird, zeigen, in welche Richtung der Großteil der Wetten ging. Und dann kann es natürlich passieren, dass der Bitcoin in die eine oder andere Richtung stark schwenkt. Und es kann im schlimmsten Fall natürlich auch zu einer enormen Korrektur kommen, dass der Bitcoin stark fällt. Es gibt ganz, ganz viele Szenarien. Ich will deshalb, wie gesagt, nicht darauf eingehen, weil einfach niemand es wissen kann, was passiert. Man kann nur schätzen, abwägen. Und ich glaube, bevor ich euch jetzt irgendwie meine eigene Einschätzung sage, warten wir lieber mal ein paar Stunden ab. Heute um 22 Uhr unserer Zeit wird es dann soweit sein. In Chicago ist es dann 15 Uhr. Und dann werden wir mal sehen, wie das Ganze sich entwickelt. Aktuell sehen wir, ist der Markt sehr angespannt, also ein kleines Blutbad hat schon begonnen. Alle Kurse, die wir hier sehen, sind natürlich so ein wenig abhängig vom Bitcoin-Verlauf. Das bedeutet, wenn der Bitcoin sinkt, sinkt in der Regel auch der Wert an Satoshis. Also sprich, wenn wir mal gucken hier auf BTC, dann sehen wir ja, dass zum Beispiel Ethereum 0,03 Bitcoin wert wäre pro Einheit. Wenn also der Bitcoin-Preis fällt, fallen auch die Euro-Werte für Ethereum und Co. Deshalb kann man parallel in solchen Zeiten, wo zum Beispiel sehr viel rote Zahlen auftauchen, auch gerne mal hier umschalten auf BTC und dann hat man eben mal so den Gegenwert zum Bitcoin und da sieht man, dass Ripple jetzt minimal, aber dass Ripple sich minimal besser entwickelt als der Bitcoin, obwohl wir, wenn wir auf Euro schauen, sehen, dass überall eigentlich negative Werte sind. So könnt ihr ein bisschen rumspielen. Kurz zu den Top 5. Es hat sich etwas getan in den Top 5. Nach langer Zeit ist nun ein neues Mitglied dabei. Und zwar herzlich willkommen in den Top 5 IOTA. IOTA hat diese Woche eine unfassbare Rallye hingelegt, hat sich, glaube ich, versiebenfacht in kürzester Zeit und ich glaube, dies war längst überfällig, denn IOTA hat eine tolle Technologie. Auf der anderen Seite möchte ich euch warnen, man sollte in solche Hypes und das heißt solche extrem schnellen Entwicklungen nicht allzu schnell jetzt irgendwie Kurzschlüsse ziehen, sondern man sollte das Ganze jetzt einmal beobachten. Es war zum Beispiel bei IOTA diese Woche so, dass wir enorm angestiegen sind, weil Good News kam. Das heißt, es wurde bekannt gegeben, dass Microsoft, Siemens, Fujitsu und viele, viele andere Unternehmen sich dazu durchgerungen haben, jetzt offiziell bekannt zu geben, IOTA zu implementieren und zu nutzen. Das sorgt natürlich für einen enormen Aufschwung.
Auf der anderen Seite hat IOTA nach wie vor an den Problematiken, die es bis vor einer Woche gab, nicht viel ändern können. Das war zum einen ein Light Wallet, das heißt, wir haben ein Wallet, das noch nicht hundertprozentig funktioniert. Und das mussten nun auch viele von euch am eigenen Leibe spüren, denn die schönen Momente waren, dass der Kurs ansteigt. Die negativen Momente im gleichen Moment waren allerdings, dass viele, viele IOTA-Holder, die jetzt gerne von ihrer Wallet, dass die IOTA auf eine Börse schicken wollten, um die eben gewinnbringend zu verkaufen, feststellen mussten, dass es gar nicht geht. Das heißt, dass zum Beispiel die IOTA festhing in der Warteschleife oder dass zum Beispiel gar nicht erst die IOTA angezeigt wurden und dass es Tage, teilweise sogar noch bis heute dauert, bis die IOTA rüberkommen. Und somit kann man irgendwie nicht so wirklich viel von den Gewinnen mitnehmen, wenn man nicht gerade seine IOTA auf eine Börse geparkt hatte. So, und das sorgt natürlich dafür, dass man jetzt abwarten muss. Wenn sich das Ganze wieder so ein bisschen normalisiert, kann ich mir vorstellen, dass noch einige Verkaufswellen kommen können. Auf der anderen Seite denke ich, dass IOTA vorher etwas unterbewertet war. Von daher wird es vermutlich irgendwo die goldene Mitte sein. Es wird wahrscheinlich noch eine kleine Korrektur geben. Kann aber auch genauso gut sein, dass IOTA noch weiter durchdreht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass bis auf die Good News am Produkt, an der Tangle-Technologie und an dem Wallet sich noch nicht so viel getan hat. Das heißt, eigentlich leben wir hier gerade von einem Hype, von guter Laune im Markt und die Leute sind sehr zuversichtlich, da jetzt viele Großkonzerne sich dazu durchgerungen haben, IOTA zu nutzen. Also lasst uns einfach mal abwarten. Ja, das war, glaube ich, auch schon relativ viel über IOTA. Also kurz gesagt, es gab eine mega Rally. Der Kurs ist extrem in die Höhe geschossen. Wir gucken uns das Ganze mal bei CoinMarketCap an. Und ja, eigentlich genauso schnell, wie er gestartet ist, ist er dann kurzfristig auch wieder gefallen. Allerdings haben wir natürlich nach wie vor einen extremen Anstieg vermerkt. Wir waren hier vor einigen Tagen noch bei 1,73 Dollar. Das heißt, wir waren da schon im Aufstieg oder im Aufwärtstrend drin. Und der höchste Punkt war hier 5,31 Dollar. Und jetzt hat sich das Ganze wieder so ein bisschen normalisiert auf 4 Dollar. Das sind bei uns roundabout 3,50 Euro in etwa. Ja, das also dazu vielleicht. IOTA wurde jetzt ja schon zweimal von mir thematisiert. Ich finde es aber unheimlich spannend. In diesem Bericht hier geht es nochmal darum, dass IOTA jetzt deklariert wird als der Bitcoin oder als die Bitcoin-Alternative. Ich halte nicht so viel von diesen Artikeln auf finanzen.net. Allerdings ist dieser Artikel hier relativ lehrreich, also der fasst nochmal alles zusammen, deshalb habe ich ihn rausgesucht. Finanzen.net ist Profi darin, immer jede Art von Kursanstieg gleich als Bitcoin-Killer zu deklarieren. Vor 6 Wochen war das Bitcoin Cash, jetzt ist es IOTA, nächste Woche ist es Ripple. Wer weiß, was sie, also kurz gesagt, sie ändern immer irgendwie oder sie versuchen dicke Schlagzeilen rauszubringen. Man sollte das dementsprechend nicht überthematisieren und überbewerten. Ja, das dazu. Okay, IOTA könnt ihr durchlesen. Ich werde das Ganze nochmal verlinken, wie immer. Und das zweite Thema, was ich heute auf der Agenda mit euch hatte, war das Thema Hack. Es gab einen Hack und zwar musste diesmal das Unternehmen, es war diesmal so, dass das Unternehmen gehackt wurde und zwar hochprofessionell. Und zwar ging es dabei um einen slowenischen Online-Marktplatz, der nennt sich NiceHash. Und NiceHash hat über extrem viele Bitcoin verfügt, die verwaltet. Und es wurden 4.700 Bitcoin gestohlen. Aktuell ist es so, dass man natürlich theoretisch, das Bitcoin-Team aus Deutschland zum Beispiel hat sich da auch schon zu geäußert, ist es theoretisch natürlich möglich herauszufinden, wohin die Bitcoin gehen, die gestohlen werden. Da auf der Blockchain ja die Wallet-ID irgendwie auf irgendeiner Börse registriert sein muss. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo mal Verifizierung stattfinden muss bei so einer Auszahlung zum Beispiel, ist natürlich fast Standard. Und dementsprechend hofft man jetzt herauszufinden, wo sie landen, die Bitcoin, und vor allem wer dahinter steht, beziehungsweise auf wen diese Konten verifiziert und registriert sind. Und so erhofft man sich, dass man die zurückbekommt. Wer aber so professionell angreift, wie es hier passiert ist, Details sind hier nicht bekannt, aber es wurde nur darüber gesprochen, ein hochprofessioneller Angriff. Da glaube ich nicht daran, dass diese Profis irgendwas anbrennen lassen. Die werden sicherlich irgendeine Lösung finden, wie sie die Bitcoin sozusagen sauber waschen können. Ja, wen das interessiert, sehr gerne hier einen Artikel dazu. Und parallel dazu habe ich auch nochmal einen ähnlichen Artikel auf BTC Echo gefunden. Die einen reden über 61 Millionen, die anderen über 67 Millionen. Allerdings sind die zeitversetzt voneinander. Das heißt, an dem Tag, wo BTC Echo den Artikel verfasst hat, war der Bitcoin noch wertvoller und ist dann ja ein wenig gefallen. Von daher also nicht wundern, das ist so hier der Hintergrund. So, ja, also IOTA, wir haben uns sonst angeschaut, die Top 5 sind wie gehabt die gleichen, die wir kennen, Ripple, Bitcoin Cash, Ethereum und ja, im Prinzip ist Litecoin auch ein großer Gewinner dieser Woche
121 Euro. Das heißt, insgesamt haben wir roundabout 50% in den letzten 2 Wochen gemacht. Ist natürlich nur eine Frage der Zeit gewesen, bis der kleine Bruder von Bitcoin nachzieht. Wenn man sagt, ja, Bitcoin ist Gold, Litecoin ist Silber. Und von daher war das, glaube ich, ja, irgendwie nicht ganz unvorhersehbar, dass da noch was kommt. Ist, glaube ich, jetzt ganz cool. Insgesamt sehen wir, der Markt ist enorm gewachsen. Und auch sowas wie Monero hat sich einfach mal verdoppelt, ganz heimlich, still und heimlich. Ja, und insgesamt sehen wir also eine tolle Entwicklung. Ich lasse mir keine Angst machen von der Bitcoin-Geschichte heute. Selbst wenn der Bitcoin wieder korrigieren sollte auf 10.000 Dollar oder weniger. Leute, vergesst nicht, dass wir im Januar bei 600 Euro waren. Und egal, was jetzt passiert, nennt mir eine Aktie, die auch nur ansatzweise so ein Potenzial hatte oder so ein Anstieg. Und ich glaube, dass der Bitcoin noch viel vor sich haben wird. Das einzige Problem, was nach wie vor sein wird, ist diese Skalierungsdebatte. Ich glaube, es muss zeitnah eine Lösung her für die Blockgröße des Bitcoin. Das ist das wirkliche Problem. Die Futures sind kurzfristig ein Alarm, der in die eine oder andere Richtung gehen kann. Ich glaube aber, mittelfristig ist viel, viel wichtiger, wie der Bitcoin sich entwickelt, was die Skalierung betrifft. Und da müssen wir jetzt mal auf 2018 hoffen. Es gab einige Meldungen zu Forks. Ich habe es auch bei euch im Chat gelesen. Ich habe dazu nur ein, zwei Quellen gefunden und die wiederum wirkten für mich nicht besonders authentisch. Ich habe jetzt keine ja, seriösen Formulierungen gefunden zu diesen angegebenen 4 Bitcoin-Forks, die stattfinden sollen. Wenn ihr dazu was habt, sehr, sehr gerne im Chat oder auch hier bei YouTube einfach mal posten, damit ich da gerne nochmal nachlegen kann oder ihr uns alle nochmal informiert. Aber ich habe dazu, wie gesagt, nichts gefunden. Ja, das war's kurz und knapp, die Woche zusammengefasst für euch. Wir schauen uns jetzt noch einmal das Ergebnis der CoinDay-Abstimmung an und danach möchte ich mit euch einmal kurz nochmal das Gewinnspiel anschauen, denn heute ist ja eigentlich schon fast die Halbzeit. Das heißt, bald ist es soweit und es wird ein Ledger Nano S verlost und wir gucken uns gerne nochmal die Bedingungen an. Ja, wir sehen also bei Twitter war der Sieger NXT, 67 Votes, das heißt so ungefähr 25 Leute haben für NXT gestimmt oder 23 Leute vermutlich. Und knapp weniger für Elektroneum, danach folgt Clearpol und Funfair. Jetzt müssen wir allerdings das erste Mal schauen, wie wir es auseinanderrechnen, weil wir haben bei dem, oh pardon, irgendwie habe ich in letzter Zeit hier ein bisschen Probleme mit dem Browser. Nun, jetzt, ja, seht ihr, das verschwindet manchmal einfach. So, wir haben in der Telegram-Gruppe allerdings ein komplett anderes Ergebnis und hier haben wir 51% für Elektroneum. Wir sehen also, trotz der 33% von NXT ist bei dieser Abstimmung hier einfach mehr los gewesen. Es haben mehr Menschen hier abgestimmt und so ist leider oder so ist der Gesamtsieger Elektroneum, obwohl bei Twitter NXT gewonnen hat. Eine sehr, sehr knappe Nummer. Ich werde aber auf jeden Fall NXT schon mal sozusagen vorgebucht für die nächste Coinday-Wahl mit aufführen. Das heißt, auch wenn es keiner nennt, ich werde einfach der Fairness halber NXT nochmal aufführen, sodass er die Chance hat, beim nächsten Mal zu gewinnen. Also, Gewinner ist, alle, die dafür gestimmt haben, herzlichen Glückwunsch, Elektroneum. Ich werde also am Mittwoch ein Video dazu verfassen und euch mal erklären, was ist eigentlich Elektroneum und wie funktioniert das Ganze. Vielen Dank für die Abstimmung. Die nächste Abstimmung findet am Mittwoch statt, direkt nach dem Coin Day. Schreibt gerne sowohl heute als auch in den nächsten Tagen gerne unter die Videos eure Coins-Wünsche. Ich habe mir schon viele aufgeschrieben, die jetzt nach den letzten Abgaben kamen. Und so werde ich dann eben die, die am meisten genannt werden, in der Abstimmung beim nächsten Mal mit aufnehmen, sodass ihr dann im Idealfall auch euren Lieblingscoin wählen könnt. Ja, das Ganze geht wie gesagt auch auf Twitter. Und wir schauen uns jetzt noch einmal die Verlosung an. Ich verlose für euch ein Ledger Nano S, so viel sei schon mal vorab gesagt. Und die Frage hinter der Verlosung ist: Wo steht der Bitcoin-Kurs in Euro am Sonntag, den 24.12. um 12 Uhr? Ja, das sind die Regeln. Ihr solltet den Kanal abonniert haben. Nur der erste abgegebene Tipp zählt. Nur die Angaben in Euro sind gültig. Und ihr dürft bis zum 22.12. um 18 Uhr abstimmen. Solltet ihr allerdings das gleiche Ergebnis haben wie jemand, der schon viel, viel früher als ihr abgestimmt hat, dann würde er gewinnen, weil er sozusagen weniger absehen konnte, in welche Richtung sich der Bitcoin-Kurs entwickelt. Und ansonsten bitte ich euch, ich werde es auch hier oben nochmal verlinken, nur unter das Video zu schreiben, wo ich eben das erste Mal dieses Gewinnspiel vorgestellt habe. Das war der Wochenreport vor einer Woche, damit ich es einfacher habe, später alle Ergebnisse miteinander auszuwerten, sodass es für mich nicht so ein Hin- und Herspringen ist. Ja, gewinnen könnt ihr das hier. Ich zeige es euch einmal. Also, gewinnen könnt ihr. Oh, zu schnell.
Ich glaube, das war beim letzten Mal auch schon so. Irgendwie ist die Folie ein bisschen scheiße. Tut mir leid. So, also, Smiling, jawohl. Ihr könnt einen frisch eingeschweißten Ledger Nano S gewinnen, gesponsert von Kryptostart. Und ihr kriegt darüber hinaus schon in den letzten Tagen immer mal wieder die Möglichkeit, solche Bitcoin-Dekomünzen zu gewinnen. Der Platz 2 bis Platz 5 bekommt ebenfalls so eine Dekomünze. Und ja, ich denke mal, da hat jeder was von. Das ist so eine kleine Erinnerung und die meisten von euch. Oder einige von euch haben sie schon bekommen, die danach gesucht haben in den Suchspielen, die ich jeden Abend in den letzten Tagen wieder rausgegeben habe. Und ich werde euch beim nächsten Mal zeigen, ja, die Gewinnerfotos, da zeige ich euch mal, wer schon so eine Münze hat. Und ich glaube, das wird ziemlich cool. Darauf freue ich mich schon. Das werde ich euch am Mittwoch vor dem Coindate zeigen. Und ansonsten war es das für heute an dieser Stelle. Ich wünsche euch einen richtig, richtig geilen Abend. Ja, hoffe, dass ihr bei dem Gewinnspiel mitmacht. Ihr könnt das hier gewinnen. Und ich würde mich noch mehr darüber freuen, wenn ihr mir euren Wunschcoin einmal hier runterschreibt. Ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gebt mir einen Daumen nach oben und macht euch einen richtig, richtig geilen zweiten Advent. Vielleicht mit der Familie einen schönen Abend verbringen. Und wir sehen uns bald. Bis bald. Ciao.